fröhliche Ostern wünschen wir euch. Ja, fröhliche Ostern. Wir haben wieder ein kleines Osterspecial vorbereitet. Diesmal mit Graffiti-Dosen. Und du hast gesagt, wir müssen die vorher schütteln, ne? Wir müssen die vorher relativ lange schütteln. Ich würde sagen, da können wir direkt mal einen kleinen Zeitraffer starten. Jo. Ich versuche jetzt einfach mal unten anzufangen mit Orange. Jetzt habe ich das Orange wieder übersprüht. Es sieht schrecklich aus. Es sieht schrecklich aus. Es sieht schrecklich aus. Damit alle Bescheid wissen, wir werden diese Ananas nicht wegwerfen, wenn wir damit fertig sind. Wir werden die selbstverständlich aushöhlen und essen. Weil Lebensmittel wirft man nicht weg. Sieht auf jeden Fall schon irgendwie aus wie auf so einem Hula-Festival, oder wie heißt das? Holy. Holy Festival. Ja. Genau. Sieht eigentlich mega geil aus. Das ist voll die Hippie-Ananas, Mann. Gut, ich beginne mit Grün und lackiere genau die Sachen grün, die vorher auch schon drin waren. Was mache ich da hin? Ein Kreis. Quasi eine Zielscheibe. Was? Du bist eine Zielscheibe. Also ich habe meine Ananas im Ostereier-Style gemacht. Ganz klassisch mit Kringeln. Und sie sieht mega geil aus, einfach weil sie durch grell ist, weil wir diese Neonfarben da geholt haben. Zeig mal deine nice Ananas. Meine nice Ananas führt unsere Halloween-Idee ein bisschen fort und hat ein wundervolles Gesicht. Sieht total toll aus. Und überhaupt nicht angsteinflößend, weil eine Nase da ist. Und ganz klassisch, was ja Ostern ist, ist, dass man die Ostereier versteckt und dass sie gefunden werden müssen. Da ihr aber natürlich gerade nicht hier seid, verstecken wir für euch mal die Ananas und filmen ein bisschen und versucht mal dann die Ananas zu entdecken. Kleiner Tipp, das wird richtig schwer. Das sieht richtig schwer, weil sie total unauffällig aussehen. Ja. Los geht's! So, wir haben noch was Cooles vorbereitet, das wird vermutlich schief gehen, ist aber nicht weiter schlimm. In dieser wundervollen Orange-Tüte, nice End, Dorsman, von dem ich nicht weiß, nein, leider nicht, befindet sich etwas, was sehr komisch aussieht aktuell. Nämlich der Body von der Gitarre, die ich noch rumfliegen hatte. Die werden wir jetzt auch versuchen zu lackieren. Und im Optimalfall sieht das Ding am Ende nicht so nicht scheiße aus. Orange? Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass gerade ein Profi am Werk ist. Ja. Falls jemand Ahnung davon hat, gerne kommentieren, was ich alles falsch gemacht habe. Dann wird die nächste Gitarre vielleicht schon. Die Vorbereitungen für die Weiterarbeit an der Gitarre sehen eigenartig aus. So, liebe Strat, bitte nach vorne beugen und kräftig husten. Ich hab verkackt. Der wichtigste Teil der Gitarrenlackiererei kommt jetzt. Ich habe gestern in liebevoller Kleinarbeit mit einem Messer Vorlagen ausgeschnitten. Einblenden. Und jetzt werden wir das Ganze versuchen, auf die Gitarre aufzutragen. Genau.
Au! So sieht der Anfang aus. Das erste Muster ist aufgetragen. Sind wir zufrieden, Lukas? Wir sind sehr zufrieden. Auch sehr schön. Man erkennt eine Ananas. Gefallen mir. Etwas schief, aber deutlich besser als erwartet. Und so sieht die Gitarre jetzt aus. Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Ja! Hey Leute! Nein! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Nein! Hey Leute! Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Hier sind unsere wunderschönen Endergebnisse. Ja. Und auf dem Boden, jetzt gleich in eurem Sichtfeld, das dritte Endergebnis. Jetzt haben wir eine insane Pineapple-Gitarre. Die ist tatsächlich ziemlich insane. Ansonsten wünschen wir euch noch fröhliche Ostern und lasst doch einfach mal ein Like oder ein Abo da. Ciao.